Leute, wir sind zurück bei Paper Mario, die Legende von Miontor. Wir sind hier mit Peach im letzten Part stehen geblieben. Wir gehen jetzt aber erstmal wieder ins Bad und werden uns eine kleine Dusche genehmigen. Los geht's. Das darf ich doch, oder? Okay. Duschen ist nice. Hihihi. Ich finde das auch echt cool, wie schön sie das hier animiert haben mit dem Handtuch, dass sich das umknickt und sowas. Das hat gut getan. So ist halt echt schade, dass wir die Haare halt so nicht behalten dürfen. Aber ja, was soll's, los geht's, weiter. So, dann mal raus. Mal gucken, was uns gleich bei Tech erwartet. Ich bin gespannt. Los geht's. Guten Tag, Peach. Ich weiß nie, wann du mich widerrufst. Was gibt es diesmal? Ich möchte, dass du zu Crucius gehst und etwas für mich fragst. Was? Was soll das heißen? Habe vor kurzem beunruhigende Informationen erhalten. Du bist der Hauptcomputer. Wie kann es etwas geben, das du nicht verstehst? Mein Prozessor versteht nur die programmierten Inhalte. Muss deshalb erfahren, was Crucius über eine bestimmte Sache denkt. Aber sie werden mich unterwegs erwischen und zurückbringen. Neben dem Fahrstuhl oben ist das Zimmer der Wachen. Dort findest du die Uniform der Wachen. Zieh eine davon an. Dann siehst du aus wie einer seiner Leute, wenn du zu Crucius gehst. Ich soll mich also verkleiden? Es ändert sicher nichts, wenn ich dir sage, dass ich das nicht mag. Korrekt. Na gut. Und was soll ich Crucius fragen? Frag ihn. Was denkt sich dieser Tech nur? Ein seltsamer Computer. Okay, let's go. Dann einmal mit dem Aufzug hoch zu den Wachen. Hier soll ich sicher einsteigen? Bitte warten, draußen befindet sich zurzeit eine Wache. Was? Jetzt! Steig aus, Zimmer befindet sich rechts, grünes Licht beachten. Okay, dann los, also da rein. Zieh dich hier um, im Schrank findest du eine Uniform. Hier schon mal nicht. Da. Was? Das ist die Uniform? Und die soll ich anziehen? Korrekt. Na dann, let's go. Uff, ganz schön eng und stinken tut das. Fertig. Perfekt. Oh, nice, Alter. Los geht's. Was machst du hier? Es ist verboten, sich vom Standort zu entfernen. Was? Du hast gerade Pause? Na, dann geh. Willst du was von mir? Wenn nicht, quatsch mich nicht an. Ich habe zu tun. Ja, ich gehe ja schon. Irgendwie riechst du komisch. Riecht gut. Okay, weiter. Oh ja, wie lange müssen wir denn noch gehen? Ah, hierhin müssen wir wahrscheinlich. Geht nicht auf. Die ist es wohl nicht. Was? Geht nicht auf. Die ist es wohl nicht. Sag jetzt nicht, ich bin komplett falsch gelaufen. Das wäre so furchtbar. Oh Gott, ja.
Gut, dann einmal weiter hier lang. Die muss es sein. Herr General, was gibt's? Also, die Prinzessin, was soll aus ihr werden? Deine Stimme klingt irgendwie seltsam. Na egal. Die Prinzessin. Es gibt nichts, was sie mir noch sagen könnte. Sie bleibt auf ihrem Zimmer. Aber seid auf keinen Fall grob zu ihr. Sagt das auch den anderen. Aber weshalb halten wir sie gefangen? Das geht dich gar nichts an. Kümmert ihr euch lieber darum, wie wir an den legendären Schatz kommen. Wir brauchen den Schatz, um die Welt zu erobern. Die Welt erobern? Mit einem legendären Schatz? Was faselst du da? Du bist wirklich seltsam. Nein, alles in Ordnung. Ich habe verstanden. Danke, General. Puh, das war ganz schön brenzlig. Aber die Welt erobern? Und was hat das alles mit den Sternjuwelen zu tun? Ja, das weiß ich auch nicht. Ziehen wir uns aber erstmal um. Ach, das tut gut. Puh, dieses Kleid steht mir doch gleich viel besser. Also schnell zurück. Tech, euer Ziel ist es also, die Welt zu erobern? Korrekt, wurde zu diesem Zweck angefertigt. Die Welt erobern, also das... Peach, eine Frage. Gefällt dir die Welt wie sie ist? Es gibt viele Probleme auf dieser Welt. Gefällt dir diese Welt? Natürlich mag ich sie, auch wenn sie nicht perfekt ist. Das ist doch klar. Tatsächlich. Braucht man die Sternjuwelen für die Eroberung der Welt? Und was ist dieser legendäre Schatz, von dem Crucius geredet hat? Keine Antwort möglich. Beantwortung verboten durch Crucius persönlich. Aber... Schon gut. Zumindest sollte ich Mario etwas über diese Welteroberung mitteilen. Tech, kann ich eine Mail schreiben? Positiv, du kannst deine Mail schreiben. Schick sie bitte ab. Nachricht verschickt. Prinzessin Peach, für heute kannst du in dein Zimmer zurück. Ja gut. Gute Nacht, Peach. Ein Riese! Versteckt euch! Ja, dass Mario sich in Falkenheim rumtreibt. Hacktet ihr etwas eure Spitzrutigkeit? Nein, nein, schon gut. Aber was waren das eigentlich für Winzlinge eben? Diese armen Kreaturen nennt man die Bubus. Eines dieser Wesen soll etwas über die Sternjuwelen wissen. Ihr solltet die versteckten Bubus suchen und sie über den Schatz befragen. Okay, dann suchen wir die mal. Ist der riesig und hässlich. Endlich hat sie mal jemand gesagt. Ich hab Angst. Keine Sorge, ich bin ja bei dir. Brrr. Das war nicht Bowser, ne? Egal. Hilfe! Okay, das muss er hier sein. Trampel! Du bist doch auch so ein. Du suchst doch auch das Sternjuwel, oder? Zeig etwas mehr Respekt, du alte Schleimfratze. Erzähl, was du weißt über das Sternjuwel. Unerhört! Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ihr sprecht mit Bubuma, der Stammesältesten der Bubus. Bläh, blas dich nicht so auf. Du glibberndes Fossil. Toll, zwei keifende Omas. Euer Nachdenklichkeit. Was sagtet ihr etwas? Nein, alles in Ordnung.
Also, Großmütterchen, wo ist das Sternjuwel? Grundsätzlich habe ich zwar Respekt vor dem Alter, aber wenn du nicht sofort antwortest, dann kenne ich keine Gnade. Hm, das Großmütterchen kannst du dir ruhig sparen. Und das Sternjuwel ist schon lange nicht mehr hier. Was? Das habe ich einem Mann mit Bart gegeben, Cabrio oder so, so hieß er wohl. Er sucht nach irgendwelchen Juwelen, um die Prinzessin, Quietsch, so hieß sie wohl. Naja, jedenfalls um eine Prinzessin zu befreien. Sicher Mario, nicht Cabrio. Und die Prinzessin ist sicher Peach und nicht Quietsch. Auf jeden Fall haben die Juwelen, die Mario sucht, mit der Prinzessin zu tun. Dann schnappt er sich wohl gleichzeitig die Juwelen und die Prinzessin. Mario, dieser Schurke. Aber Peach und die Sternjuwelen stehen mir allein zu. Diesmal mache ich dich garantiert fertig, sobald ich dich in die Finger kriege. Ihr müsst schon gehen? Oh yeah. Na gut, wenn du so entschlossen bist, kann ich wohl nichts machen. Ich hoffe sehr, dass du alle Sternjuwelen finden wirst. Hey Bomber, ich werde mich nie wieder unlauterer Mittel bedienen. Mit hartem Training werde ich mir den Titel des Champions ehrlich verdienen. Und du wirst mich nicht noch einmal besiegen, verlass dich drauf. Bomber, vielen Dank für alles. So jemanden wie dich habe ich noch nie kennengelernt. Ich habe mich entschlossen, hier zu bleiben. Ich werde lernen müssen, etwas mehr auf mich selbst zu vertrauen. Du wirst mein großes Vorbild sein. Da Klappbaum nicht mehr da ist, werde ich nun die Arena anführen. Ich werde deinen Platz freihalten. Komm uns also besuchen, wann immer du magst. Deine Fans würden glücklich sein, dich gelegentlich kämpfen zu sehen. Also, bis dann. Jetzt haben wir schon 3 Sternjuwelen. Also dann, wir sollten so schnell wie möglich zurück nach Rohling. Oh, Cutscene-Massaker ist vorbei. Das wird ein Schnittfest, Leute, wieder mal. Aber dafür ist das Projekt ja auch richtig gut. Also ich finde es richtig gut. So, ich möchte gern 2 von diesen Pilzen nochmal wieder haben. Und dann eine so eine Wolke. Sehr gut. Dann auf nach Rohling, würde ich sagen. Hier haben wir alles erledigt. Oder gibt es hier noch was zu erledigen? Gucken wir doch nochmal nach. Ja, gibt es. Da kommen wir wohl aber erst später hin, ne? Ich wüsste nämlich sonst gerade nicht, wie wir da hinkommen sollen. Ihr seht, jetzt ist die Dame hier nämlich weg. Das war die ganze Zeit nämlich Toads Cover. Oh, was haben wir denn hier? Ein Hotelgutschein. Ja, moin. Nice. Gefällt mir. Moment mal. Oh yeah. Geil. So, okay. Genug rumgespielt. Wir gehen nach Rohling. Nach Rohling. Let's go. Dies ist das Luftschiff nach Rohling. Möchtest du mitfliegen? Ja. Darf ich dich bitten, dein Flugticket zu zeigen? Bitte, steig ein. Gut, steigen wir mal ein. Los geht's. Gut, da sind wir auch schon wieder. Dann einmal raus. Jetzt müssen wir runter zum Eöntor, glaube ich. So, und dann werden wir sehen, wo wir das nächste Sternjuwel finden. Mario, das ist sicher eine Mail von Prinzessin Peach. Mario, ich weiß jetzt, was die Gangster planen. Sie streben die Weltherrschaft an. Dafür wollen sie die Sternjuwelen finden und einen legendären Schatz heben.
Deshalb bitte ich dich, finde die Sternjuwelen vor den Gangstern. Wenn ich wieder etwas erfahre, melde ich mich, Peach. Die Welt erobern? Das hört sich ja schlimmer an, als ich dachte. Hat sie nicht Unrecht? Oh nein. Ich bin Kravum, ein Bob-Omb aus Ofendorf. Luigi als Braut möchte ich nie wiedersehen. Was für eine Zumutung. Ehrlich gesagt, er sah noch schrecklicher aus als die schreckliche Gigantula. Es ist meine Pflicht zu verhindern, dass Luigi sich je wieder als Braut verkleidet. Diesen Anblick kann man wirklich niemandem zumuten. Deshalb bleibe ich bei ihm. Ich komme gerade aus dem schönen Ofendorf. Stell dir vor, da habe ich einen Teil des Wunderkompasses gefunden. Aber bei diesem Abenteuer habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Ja. Also, welche Geschichte willst du dir anhören? Monster in Ofendorf. Also, das ist eine lange Geschichte. Ich komme also im Kuchenland und gehe direkt nach Ofendorf. Aber in Ofendorf stimmt etwas nicht. Das merke ich sofort. Der Bürgermeister erzählt mir die Geschichte von Gigantula. Das ist eine riesige Spinne, die das Dorf bedroht. Gigantula verlangt von einem Menschenopfer von den Dörflern. Musella, die Tochter des Bürgermeisters, soll geopfert werden. Natürlich sage ich sofort, ich werde das Monster besiegen. Das Opfer soll ein Brautkleid tragen, sagt man mir. Also verkleide ich mich als Braut. Und in dieser Verkleidung mache ich mich auf den Weg. Ich dringe also in das Versteck der Gigantula ein. Ich wünschte nur, du hättest mich auch im Brautkleid gesehen. Ich stehe also vor der Gigantula und dann sehe ich es. Das Biest hat an seinem Schwanz einen zweiten Kopf. Aber ich habe natürlich keine Angst. Ich greife beide Köpfe an und dann ist es soweit. Als das Biest kontern will, weiche ich aus. Und die beiden Köpfe verschlingen sich gegenseitig. Das Monster frisst sich wirklich selbst auf. Und dann erscheint auf einmal eine strahlende Platte. Ich habe schon wieder einen Teil des Wunderkompasses gefunden. Und dieses Teil zeigt mir den Weg zur Isla Vanilla, weit im Osten. Ich will sofort weiter, aber der Bürgermeister lässt mich nicht. Er will, dass ich seine Tochter zur Frau nehme. Gleich am nächsten Morgen verlasse ich das Dorf, heimlich. Schließlich muss ich die Prinzessin Eclair retten. Nur eins gibt mir zu denken. Ich höre eine Stimme, wenn ich den Wunderkompass benutze. Eine klare Stimme, die mir zuflüstert. Ich denke, das ist die Stimme von Prinzessin Eclair. Ich bin richtig aufgeregt. Ich muss nur an die Prinzessin denken und dann... Ah, jedenfalls endet dann mein Abenteuer. Und jetzt bin ich wieder hier, in Rohling. Sprich mich einfach an, wenn ich dir von meinen Abenteuern berichten soll. Oh Gott. Danke, Luigi. Wirklich danke. Das hat meinen Horizont erweitert, ohne Ende. So, wir werden aber in Rohling, glaube ich, noch bleiben. Wir gucken jetzt erstmal, ob es noch ein paar neue Quests gibt, die wir machen können. Wie gesagt, ich gucke nur. Wir gehen dann zum Eontor weiter, weil ich die Quest offscreen machen werde. Du hast... Okay. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn? T.D. Bear, Papas Job. Stell dir vor, Papa hat einen neuen Job gefunden. Er arbeitet jetzt als Haushaltshilfe im Dojo des Meisters von Toad Town. Die Arbeit scheint ihm sehr viel Spaß zu machen. Und ich? Nun, ich bin nicht so gut in der Schule, aber ich versuche viel zu lernen, um meinen Papa zu unterstützen. Im Moment weiß ich zwar noch nicht so richtig, wie ich das machen soll, aber dafür lerne ich ja auch. T.D. Bear. Danke für die Mail, Bruder. So, hier war, glaube ich, das Questzentrum. Haben wir schon wieder ein paar neue Quests? Ja, Toads Koffer, Merle und Knospi. Wie gesagt, die mache ich alle offscreen. Wir werden jetzt runter zum Eontor gehen. Wie gesagt, es gibt nur eine Quest, die wichtig ist, die ich mit euch zusammen mache. Die können wir aber erst nach Kapitel 4 machen, also Wayne einfach. So, müssen wir hier lang? Nee, aber hier können wir nochmal Sternsplitter eintauschen. Wie viele habe ich? Ich habe 8. Blumensegen ist schon krass, ne? Hast du noch was, was ich gebrauchen kann? Machen wir noch diesen Sound FX hier. Und geh, ja, den auch.
Nee, mehr habe ich nicht. Ich wollte dich nicht mit dem Hammer hauen, das tut mir ehrlich gesagt überhaupt nicht leid. Ach so, Moment mal, nee. Der magische Zauber, der hört ja irgendwann auf, ne? Gut, dann war das nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist dann hier lang, glaube ich. Stimmt, jetzt können wir auch hier lang, ne? Okay, perfekt. Ja. Jetzt können wir ja ein bisschen mehr einlösen. Wo bringen uns die beiden blauen Röhren hin? Das gucken wir uns jetzt in diesem Part noch an. Oh, Abkürzungen! Ja, geil, Alter! Gefällt mir richtig doll, Alter! Nice! Aber eine Abkürzung nach Falkenhain gibt es nicht, ne? Das wäre auch zu schön gewesen. Da müsst ihr ein Rohr hoch, ihr wisst Bescheid. Ich habe da gerade was gesehen. Aber hinkommen tue ich nicht. Wenn ihr nämlich da oben in die Ecke guckt, da ist ein Sternsplitter. Glaube ich doch. Oder ich hatte mich nur verguckt. Nee, da ist deiner, ihr könnt ihn sehen. Ach nee, das, man kann nur da durchlucken. Oh, das ist kein. Das sieht nur so ähnlich aus. Das ist kein Sternsplitter. Ich bin ein Trottel. Gut, einmal hier lang. Gut, hier kommen wir noch nicht lang. Für die nächsten beiden Abkürzungen müssen wir wohl Kapitel 4 und 5 durchspielen. So, dann einmal runter zum Eöntor. Und an der Stelle vom Eöntor werden wir dann auch den Part beenden. Oha, wer hat das nur gedacht? Sehr gut. So. Hier ist aber auch ein Speicherblock und da gehen wir jetzt hin. So, Leute. Wir haben Kapitel 3 endgültig beendet und jetzt werden wir im nächsten Part herausfinden, wo das nächste Sternjuwel ist. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr Paper Mario Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann.